Und ich hatte ihn doch schon fast vorhin. Und dann sagte er mir, ich soll L2 drücken und dann habe ich irgendwas gemacht und das hat alles nicht so funktioniert. Warum ist sie durchgeflogen? Das ist doch scheiße. Natürlich echt scheiße.
weiß nicht. Bin ich zu bescheuert? Ja, toll, das ist Symbol. Habe ich ihn fast und trotzdem habe ich hier keine Ahnung, was ich tue. Gott sei Dank. Oh, creepy, ey, creepy. Let's see Starface. Also, das war echt. Das war schon mal ein Gegner. Vielleicht lag es auch daran, dass die Waffe einfach nur noch zu schlecht war. Ich hätte noch besser sein müssen, aber ich habe mich auch doof eingestellt, so könnte man es vielleicht auch sehen. Aber es war einfach eine Herausforderung, hat Spaß gemacht auch letzten Endes, wenn man es geschafft hat, ne? Schon sehr befriedigend.
Where's the other? Very close to you. Do it yourself. Mission complete, boss. Da bin ich wieder drauf. Tiefgehende Charaktere, habe ich gesagt. Also das heißt, wir erfahren sehr viel auch über die einzelnen Leute, die da drin sind. Natürlich immer noch so, dass man das Gefühl hat, eigentlich noch nicht genug. Aber man merkt es einfach, der Ansatz und die Leute, die sind alle, die ja mitspielen, ne, und wichtige Charaktere sind. Man merkt einfach, da steckt viel dahinter. Man möchte mehr erfahren, man möchte sich mit dem Universum eigentlich noch mehr auseinandersetzen, noch tiefer gehen. Was für die Leute natürlich auch kein Problem ist, die entweder schon die Teile früher gespielt haben oder eben sich in dem Universum sowieso schon einfach interessehalber da auskennen. Aber es ist einfach, ist richtig toll. Ich gebe zu, also das ist wie gesagt bei mir so, dass ich, für mich ist es eigentlich der erste Teil, den ich so durchgespielt habe, auch so intensiv durchgespielt habe. Einige andere Teile habe ich mir schon mal angeguckt. Mein Bruder, der spielt die schon seit Jahren ganz gerne, hat auf dem GameCube, glaube ich, den ersten oder zweiten Teil nochmal gespielt, hat die Auflagen für die Xbox gespielt, aber nicht, also PlayStation, die ganz originalen Varianten nicht. Und dann gibt es ja auch noch, ich glaube, irgendwo ist der, wurde der erste Teil ja auch noch auf einer älteren und etwas, sage ich mal, unbedeutenderen, in Anführungsstrichen, Konsole, jedenfalls für Europa,
aufgelegt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Neo Geo war es, glaube ich, nicht, oder? Auf jeden Fall ist das ja auch eine wahnsinnig komplexe und langjährige Reihe schon. Und ich habe es auch nicht für die PS3 gespielt, als der Titel rauskam. Ich weiß gar nicht genau, welcher das ist. Mein Bruder hat es dann gespielt. Mir war das eigentlich immer ein bisschen zu japanisch. Ich war von vornherein eher so der Typ, ich habe mich bei Steels Action dann sehr schnell auf Splinter Cell eingestellt, diese Tom Clancy, also typische Westreihe. Und mir war das Japanische immer ein bisschen too much. Ich fand es interessant und auch kann nicht sagen, dass es schlecht ist oder so, oder dass ich das als schlecht empfunden habe. Aber irgendwie dachte ich immer, ach, jetzt da noch einen drauf und das nochmal. Und ja, keine Ahnung, also ich dachte immer so, muss das sein? Und mir gefiel die Splinter Cell-Reihe dadurch immer besser, weil sie ein bisschen geerdeter war und nicht ganz so, sage ich mal, nicht so ganz diesen spacigen, überbordenden, abgedrehten Teil in sich hatte. Aber es ist eben reine Geschmackssache und Metal Gear lerne ich aber immer mehr zu schätzen auch. Ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal alte Teile zu spielen, ob ich das dann machen würde. Auf jeden Fall, der Titel hat mir extrem gut gefallen, weil er extrem viel Freiheiten lässt. Also man kann da ihn so mehr, also nicht nur mehr oder weniger, man kann ihn als Shooter spielen, wenn man Bock hat, man kann es aber eben total als Stealth-Variante spielen und beide Varianten machen extrem viel Spaß. Und sie wirken nicht aufgesetzt. Das war bei Splinter Cell war es ja immer so, eigentlich war es unmöglich, den als Shooter zu spielen. Dann haben sie sich mal dran gemacht zu sagen, okay, wir wollen die Freiheiten laufen lassen, ihr könnt den auch als Shooter spielen, dann war es aber fast schon notwendig, da richtig viel Action reinzugeben. Und bei manchen Missionen war es wieder total notwendig, zu schleichen. Und das fand ich, war hier bei Metal Gear gar nicht, ne? Man konnte sich das extrem gut aussuchen, extrem nach dem eigenen Befindlichkeiten einfach einstellen. Und das ist etwas, das schaffen auch nicht alle Spiele, da so eine Ausgeglichenheit zu erzeugen, obwohl sie es eigentlich sagen, dass sie das dementsprechend ja, dem Spieler zur Verfügung stellen. Hat in der Richtung total viel Spaß gemacht. Also sehr beeindruckender, toller Videospieltitel. Eins der großen Videospiele auf jeden Fall für die PS4. Wenn das mal später bedacht wird, kann man auf jeden Fall sagen, Metal Gear Phantom Pain ist das Ding. Eins der großen. Sorry, das ist schon ein bisschen später. Eins der großen Eigengewächse der PlayStation. Obwohl, das ist ja gar nicht, ne? Gibt es ja auch für Xbox One und naja, für PC nicht, aber es gibt es auf jeden Fall auch für die andere Konsole. Ist jetzt nicht kein alleiniger Herrscher der PS4. Ja, okay, und man muss dazu sagen, das Spiel ist ja immer noch nicht ausgeschöpft. Man kann es jetzt noch online zocken, man kann diese Basis noch erweitern, man kann immer noch Waffen entwickeln, bis zum geht nicht mehr. Es ist ja eigentlich auch so gemacht, dass man die ganzen Missionen, denke ich mal, nochmal spielt. Schon alleine deswegen, weil man ja optionale Missionserfolge da erzielen kann. Und die konnte man aber eigentlich noch nicht erzielen, solange man nicht dieses Equipment und diesen Fortschritt hatte. Und deswegen macht das natürlich auch extrem viel Sinn, eigentlich noch dran zu bleiben. Aber wie gesagt, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es das schon gewesen ist. Deswegen. Ich klinke mich jetzt hier aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Fazit ist auf jeden Fall bis jetzt schon bombastisch. Auch toller Abschluss, wenn es der Abschluss war. Hat extrem viel Spaß gemacht. Hochwertiges Video, Film, Gameplay. Ne? Und das ist eben auch noch ein großer Pluspunkt, finde ich. Viele Videospiele gehen ja nun mal auch in die Richtung zu sagen, okay, wir sind nicht nur Videospiele, wir sind auch, sage ich mal, unser großes Vorbild Film. Ist immer die Frage, da kann man auch diskutieren, emanzipiert sich im Videospiel auch genug von Filmen, also gerade so Videospiele wie Heavy Rain und so. Aber
kann man eben diskutieren, ob man da überhaupt noch richtig spielt dabei oder ob man eigentlich mehr oder weniger einen Film guckt und ein bisschen so über bestimmte Aktionen die Handlung steuert. Also man kann so ein bisschen eingreifen. Aber das ist ein anderes Thema. Was aber hierbei auf jeden Fall immer gelungen ist, auch bei den ganzen Metal Gear Sachen, die ich bis jetzt so gesehen habe, ist die Mischung aus spielerischer Freiheit, spielerischen Möglichkeiten, ja, einen spielerischen Fluss auch zu erzeugen, wo man gar nicht das Gefühl hat, man wird in irgendwas reingedrängt oder so, und gleichzeitig aber auch eben diese cineastische und filmische Inszenierung, die keinem großen Actionfilm irgendwie, ja, irgendwas vormachen muss. Also das ist schon auf Augenhöhe alles, ne? Da kann die Reihe sich auf jeden Fall auch für brüsten und bin mal gespannt, aber anscheinend wird es erstmal mit Metal Gear wird es dann so bleiben. Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da so schnell irgendwas wiederkommt. Zumindest nicht dann aus der Hand von Kojima und der ist eigentlich meiner Meinung nach ist ja auch zu stark mit der ganzen Reihe verwoben, als dass da jetzt irgendwie gesagt wird, okay, das Franchise ist noch da, also werden wir es mit anderen Leuten beleben und weiterführen. Schwierig zu sagen, ob das funktionieren könnte. Ja, aber jetzt mache ich wirklich einen Abschluss. Leute, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns sicherlich wieder. Und ich werde mich auf jeden Fall noch einmal melden, wie es dann danach weitergeht, ob da jetzt noch eine Mission kommt oder nicht oder wie es dann weitergeht. Und da ist jetzt auf jeden Fall noch kein Cut hier in meinem Let's Play. Bis dann. Lasst es euch gut gehen und denkt immer dran, Metal Gear ist heiß. So, da bin ich erstmal wieder. Wie gesagt, der Abspann, den haben wir jetzt einfach mal, oder habe ich jetzt einfach mal ja, übersprungen. Großer Abspann, großes Finale. Kann sein, muss nicht sein. Es ist immerhin Metal Gear, hat seine eigenen Regeln. Schaue ich mal rein. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal einige Belohnungen hier noch erhalten. Das gibt auch nochmal einen Haufen Informationsmaterial. Und vielleicht wäre das dann auch nochmal ganz spannend, wenn wir uns das mal alles anhören dann und zusammen, um auch da die Geschichte nochmal ein bisschen weiter zu erforschen, tiefer einzusteigen.
Okay. Ein zweites Kapitel, das suggeriert ja, dass es jetzt immer noch mehr Kapitel gibt. Attention! Wenn das erste jetzt schon. Nee. Even with Skullface dead, our brothers are unavenged. And the phantom pain he brought us lives on. Cypher is still out there. We know they planted spies, parasites among us. Watch the man to your left, to your right. Assume nothing. Report everything. It's the only way to protect ourselves. From here on out, you will be my eyes. The deadliest enemy's right here in our midst. And they will get no mercy. Okay. Ja. Es geht weiter. Können wir erstmal festhalten. Es wird. Even with Skullface dead, our pain is still right with us. We need more strength. We need more men. Diamond Dogs needs to be bigger. Missions have come in too. We still have a long road ahead of us. Big Boss is watching me. Naja. Also ich sag mal so, ist schon geil, aber mir wird das manchmal sogar ein bisschen too much Pathos. Ne? Und das Krasse ist ja, es ist ja nicht mal so, dass die Amerikaner nicht wirklich mit Pathos sparen, ne? Und ich weiß auch nicht, ob die Japaner das hier einfach nur so überzeichnen wollen, weil die Amerikaner immer so pathetisch halt sind, aber es kommt nicht so ironisch rüber, sondern das kommt schon ernsthaft darüber. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich meckern jetzt auf hohem Niveau, aber finde ich schon etwas nervig, dass es so stark ist. Auch teilweise so ein bisschen unreflektiert, weil. Wenn man sich das überlegt, ne? Wir müssen stärker werden, die Rache und dieses auch martialische Töten, was er da durchgezogen hat, auch wie er sich gerecht hat, auch wenn die natürlich verbittert sind und sonstiges, ne? Aber das war schon, das ist harter Tobak. Das ist nicht einfach nur so. Wir machen das mal, weil er war ja böse zu uns, sondern das war schon. Ich zahl's ihm genauso heim, wie das, was er mit mir gemacht hat. Muss man ganz ehrlich sagen, dass man heutzutage, wer jetzt ein bisschen weichgespülter ist, immer sagt, hey. Es bringt nichts, wenn man genau dasselbe tut, was einem selbst angetan wurde. Die Frage ist nur, ob wir Menschen das wirklich so können, wenn wir in dieser Situation sind. Ich kann es nicht sagen, ob ich dann immer noch so handeln könnte und sage, okay, ich mache es nicht. Auf der anderen Seite hoffe ich es aber, dass ich es kann. Na ja, was haben wir denn da?
zur Raffinerie. Nicht übel. Okay. Oh, jo. Da habe ich doch einiges. Ich würde sagen, da mache ich jetzt hier erstmal Cut. Ich mache so ein bisschen die üblichen Sachen halt, die man mal auf so einer auf seiner Basis halt so machen muss. Klo reinigen, sich duschen, so die üblichen Geschichten halt. Und vielleicht werde ich mir auch mal ein bisschen Sushi machen. Ja, und dann sehen wir uns halt zur nächsten Mission wieder. Es wird ja weitergehen. Mal gucken. Dann wünsche ich euch noch was und wir sehen uns. Ciao.